Vater Zahnarzt, Mutter Rechtsanwältin, ja, der überhaupt sich gar nicht mit dieser Lage auskennt. Zwei Moscheeverbände haben sich beschwert. Wisst ihr warum? Weil diese Leute Dawa machen. Weil jetzt Jugendliche zurückgekommen sind auf den richtigen Weg. Jetzt, hier, guckt ihr die ganze Moschee. Wir distanzieren uns. Wir distanzieren uns. Wir haben nichts mit denen zu tun. Normalerweise musst du sagen, ja, und was ist das Problem? Ist das Problem an dem Buch? Ja, okay. Normalerweise müssen die auf unserer Seite sein. Gerade dann, wenn ein Muslim einen Fehler macht, der macht wirklich was falsch, ja, dann ist das ja noch eine andere Sache, aber hier ist gar nichts. Und außerdem ist es kein Grund, sich von zu distanzieren oder die Dauer kaputt zu reden. Aber da fällt mir eine Sache ein. La tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin, la yadurruhum man khalafahum, wa la man khazalahum, hatta yati amrullah. Es wird immer eine kleine Gruppe geben von meiner Umma, die siegreich auf der Wahrheit besteht. Und diejenigen, die sich hier entgegensetzen und die sie in Stich lassen, das heißt, das sind Muslime, werden sie nicht schaden, bis der Befehl Allahs kommt. Das heißt, das ist ganz klar. Die Muslime werden sie in Stich lassen. Da müssen wir mit rechnen. Aber wir müssen weitermachen. Und jetzt sind wir klein, jetzt sind wir einige Leute hier. Nächste Woche ist wieder Dawa-Kurs und wir machen weiter. Inshallah. Solange wir können. Solange uns die Zeit gemacht wird, vielleicht geht der eine oder andere drauf, vielleicht geht der eine oder andere Kopfschuss, kann passieren. Kann passieren, ist Berufsrisiko, das kann halt nur mal passieren. Aber, ja, aber ist nun mal so. Aber ich kann einfach gar nicht mehr aufhören, ich bin im Tunnel drin. Hier, es gibt nur noch Einbahnstraße, zurück ist vorbei. Rückwärtsgang kennen wir nicht. Wir kennen nur den 15. Gang. Volle Pulle geradeaus. Wie gesagt, bei mir haben sie drei Sachen mitgenommen. Ein Exemplar von dem Buch Meine Frau im Islam. Eine PDF-Datei von Osama Bin Laden. Ja, ich muss ja mal wissen, was der erzählt, oder? Ich bin nicht für ihn, das wisst ihr also. Ist ein Bruder, aber wie gesagt, wir sind nicht einverstanden mit Terroranschlägen und solche Sachen, ja, das ist klar. Aber trotz alledem. Wir wissen aber auch gar nicht, ob der was damit zu tun hat. Richtig, genau, wissen wir ja gar nicht. Ist ja dieselbe Quelle wie bei uns. Genau. Wir wissen ja gar nicht, ob das stimmt, ob der was damit zu tun hat. Das ist ein Juter hier, der Bashar. Das ist ein Juter. Genau, wissen wir ja gar nicht. Wir können es ja, genau wie die Leute in Saudi-Arabien, die sind uns am Verurteilen, die wissen gar nicht, ob wir was gemacht haben. Wir sagen, wenn er das so sieht, dann stimmen wir nicht mit ihm überein. Aber was wissen wir schon? Hat er, wir im Fernsehen gesehen haben? Was haben wir denn da gesehen? Nur, dass er in der Höhle, Höhle ist, ja. Alhamdulillah. Möge Allah die Höhle trocken machen. Alhamdulillah. Ja, sonst haben wir da nichts gesehen, Achi. Verstehst du, wir reden nicht, dass man Sachen unterstützen soll. World Trade Center oder solche Sachen. Nee, wir sagen, wir sind dagegen. Haben wir tausendmal gesagt. Ah klar, irgendwas wird schon rumgedreht. Eine geheime Botschaft. Ja, aber so ist der Punkt. Deswegen, Alhamdulillah, liebe Bruder. Ach ja, und dann haben sie noch meinen Laptop mitgenommen. Die hätten sich besser mal bei der Kripo Köln erkundigt, weil der Laptop, der war ja erst im Mai bei denen gewesen, wo die den durchgeballert haben. Dann hätte ich den jetzt noch, den Laptop. Aber naja, was will man machen? Dafür spielen die jetzt was Neues drauf. Genau, hier, wir haben es erwischt hier. Wir haben Pier Vogel jetzt erwischt. Schauen Sie sich das an. Ihr müsst deswegen damit rechnen, Brüder. Ja? Es wird in nächster Zeit viel erzählt werden. Viel erzählt werden. Glaubt nicht das, was ihr hört. Glaubt, dass ihr es von uns hört. Nicht das, was ihr von irgendjemandem hört. Weil das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, irgendeine Kleinigkeit zu suchen und die Kleinigkeit groß zu machen und den Leuten Angst zu machen, wie das bisher gemacht wurde. Der nächste Schritt ist, eine abscheuliche Sache zu erfinden. Das ist so. Das ist so. Die haben bisher gewartet und sie haben nichts gefunden, deswegen sind sie mit diesem, haben sie aus dem Furzen Elefanten gemacht, auf gut Deutsch. Ja? So. Und jetzt beim nächsten Mal versuchen sie dann, eine Sache einem in die Schuhe zu schieben. Das ist immer so. Vorgestern muss im Radio gewesen sein, bei WDR 4 oder WDR 5, leider haben wir das nicht mehr gefunden, dass wohl ein sogenannter Islamwissenschaftler gesagt hat, dass ich wohl irgendwie mit dem 11. September zu tun hätte. Das heißt, du kannst einfach eine starke, ja, 2001, ich bin 4 Monate vorher zum Islam konvertiert, nur mal so nebenbei. Ja, und wir haben immer gesagt, dass wir dagegen sind, dass wir sagen, sowas ist falsch im Islam. Ganz klar. Aber zur selben Zeit müssen wir natürlich auch sagen, dass die Massenmorde der deutschen Bundeswehr in Afghanistan und die Massenmorde der Amerikaner im Irak,
natürlich auch nicht zu akzeptieren sind. Deswegen sollte man mal fragen, wer hier die schlimmeren Terroristen sind. Sollte man mal die Frage stellen dürfen, oder? Wer sind die Terroristen? Sind die Terroristen diejenigen, die ein ganzes Land in Schutt und Asche legen? Ja, es ging ja um Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Ach so, ja, die haben wir ja gefunden. Ne? Was hat nochmal der Putin gesagt? Er hätte welche gefunden. Ja, aber die Amerikaner konnten sie nicht finden, weil es sie nicht gab. Aber die Russen hätten sie nicht gefunden, die hätten sie erfunden. Hier, wir haben sie gefunden, da stehen sie doch hier. Wir haben sie schnell aus Russland hingebracht, hier sind sie, da bitteschön. Das ist der Punkt. Wie viele tausende Menschen sind da auf die Runde gegangen? Tausende. 1,5 Millionen, ja. 1,5 Millionen sind platt gemacht worden. Und wenn du was dagegen sprichst, dann hast du die Terroristen gut geredet oder was? Ja. Wie viele tausende Menschen sind in Afghanistan platt gemacht worden von den Muslimen? Und wenn du was dagegen sagst, ja, und wenn du dann sagst, oh, ja, die Amerikaner, die haben gar kein Recht, dahin zu gehen, und die gegen die kämpfen, sind Freiheitskämpfer, dann bist du jemand, der Terroristen unterstützt. Subhanallah, so werden die Fakten verdreht. Liebe Brüder, wir sind bald mit unserer Pressekonferenz zu Ende, obwohl keine von Medien hier gekommen sind. Bitte, lass mich nochmal. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Danke, dass du sagst. Guck mal, das ist die Leute für doof verkaufen. Ja, das ist das. So wird es gehen. Die sperren dich ein, du hast gar keine Chance, dich zu entschuldigen. Du bist schon gestempelt. Hier, bitteschön. Terrorist, ja, die haben ein falsches Buch, du lädst mit tausenden Briefen die Medien ein, noch nicht mal diese Versager aus den arabischen Ländern, die Medien, die sind auch noch nicht mal in der Lage zu kommen und ihre eigenen Brüder in Schutz zu nehmen, im Gegenteil, die stigmatisieren dich noch in ihren eigenen Ländern. Ja, achi, wir sind alleine, alhamdulillah. Badal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban fatuba li ghuraba. Der Islam kam als Fremder, wird als Fremder zurückkehren, fatuba li ghuraba. Allahumma ansur al-Mujahideen fi kulli makan. Amen. Jetzt könnt ihr schon was gefasst haben. Ach, hör auf. Malcolm X, Adam Lau. Alles Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ist aber wieder an, und ich bezeuge, dass Allah Azza wa Jal der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Und dass La ilaha illallah! Und dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sein Diener, sein Liebling und sein Gesandter ist. Sallallahu Alaihi Wasallam! Die Geschwister im Glauben, Alhamdulillah. Zwar ist die Presse heute nicht gekommen, aber dafür ist. Ja, aber die sind nicht aus diesem Grund gekommen. Die haben sich schon vorher angekündigt. Aber Alhamdulillah, wie der Bruder schon gesagt hat, wir haben Allah Azza wa Jal und ist etwas Besseres zustande gekommen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Und das ist, dass wir uns hier versammeln durften, dass wir in diese strahlenden Gesichter blicken dürfen, subhanallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Genau das meine ich, Alhamdulillah. Auch ohne diese Takbirats. Also, ich meine, jeder, der jetzt dazugehört hat, diese knapp 2 Stunden, ist zwar keine Presse gekommen, aber wir selber müssen unser Recht verteidigen. Wir selber sind gefragt, ein jeder, egal ob das Mann oder Frau ist, im Glauben, wir sind gefragt. Weil wir sind für viele Menschen da draußen, sind wir Menschen dritter Klasse. So wie viele schon in der Vergangenheit, in der Geschichte, wie es wiedergelegt wird, subhanallah, wie die Farbigen damals, wie Indianer. Diese Menschen, subhanallah, waren damals auch Menschen dritter Klasse, auch Inder in gewissen Teilen der Welt und viele andere. Und warum sage ich jetzt diese Worte, warum gehe ich mich nicht mehr darauf eingehen, weil die Brüder haben schon vieles darüber gesagt. Weil Alhamdulillah, wir nehmen aus jeder Sache etwas Positives mit. Wir, subhanallah, wurden jetzt unterdrückt. Uns wurde Unrecht zugefügt in dieser Situation, Unrecht. Aber Alhamdulillah, was hat der Islam uns gelehrt? Der Islam hat uns gelehrt, subhanallah, dass wenn jemand einem anderen Unrecht zufügt, dass es größer ist, als wenn mir einer selber Unrecht zutut. Allahu Akbar. Antut. Allahu Akbar. Das heißt, ich habe mehr Gedanken darüber, wenn ich jemandem Unrecht tue,
als wenn mir Unrecht getan wird, denn ich bekomme mein Recht am Tag des Gerichts. Wir sind immer die Siegreichen, ob in diesem Leben oder im nächsten Leben. Alhamdulillah. Von daher müssen wir nicht traurig sein. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Bei uns wird das alles ins Positive umgewandelt, subhanallah. Die Leute laufen weg, sie haben Angst, sie wollen nichts mit einem zu tun haben. Leute kündigen die Islamschule, weil sie gehört haben, ach, wir sind so schlimm, wir sind ja so frauenfeindlich. Ihr kennt unsere Religion nicht. Die Menschen, die so reden, die kennen uns nicht und die kennen den Islam nicht. Denn es gibt keine Ideologie, es gibt keine Religion, die die Frau so in den Schutz nimmt wie der Islam selber. Wie der Bruder eben schon gesagt hat, der Prophet Muhammad s.a.w. hat eine Aussage gesagt, der Beste unter uns ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Allahu Akbar. Niemals wurde von ihm überliefert, dass er einer seiner Frauen grob behandelt hat. Allahu Akbar. Er hatte das beste Wesen. Das hat er uns alles vorgemacht. Aber sie suchen einen Grund. Warum? Weil zu viele Leute nehmen den Islam an. Es verbreitet sich zu stark die Dauer, subhanallah. Weil es die Wahrheit ist und die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Die wird ans Licht kommen. Zwar die meisten Menschen, heute ist es einfach, jemanden auf die Anklagebank zu bringen. Zu sagen, schau einen Finger auf ihn und alle sagen, guck mal, das ist der Buhmann. Das ist der Böse. Ja, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall bei uns, Pierre Vogel. Ja, der wird viel in den Dreck gezogen. Aber ich meine, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich Pierre Vogel wäre, ich würde mich mehr freuen, anstatt darüber traurig zu sein, dass Allah Azawajal mich in diese Position gebracht hat. Nein, ich meine es ernst, wenn man das tragen kann, Alhamdulillah. Das ist auch eine Ni'me, dass man für diese Religion kämpfen kann, weil wir haben immer Sahaba-Geschichten gehört. Wir haben immer Sahaba-Geschichten gehört, wie sie gekämpft haben, was sie alles für die Religion getan haben. Was haben wir für diese Religion getan? Wie viel sind wir bereit, für diese Religion zu opfern? Nicht nur mit der Zunge, weil mit der Zunge sind wir alle stark. In Taten, subhanallah, im Umsetzen, im Eifern. Wo ist unser Wetteifern? Allah spornt uns im Koran an, dass die Gläubigen gegenseitig wetteifern sollen. Omar radiallahu anhu und Abu Bakr haben dies verstanden. Haben wir diese Sachen verstanden? Ich meine, für mich sind diese Dinge sind das Auszeichnungen, alhamdulillah, an gewisse Personen, dass sie noch weitermachen sollen. Und jeder, der hier drinnen sitzt, der soll wissen, dass fast auf jeden, der hier gerade drin ist, auch schon ein Auge geworfen ist, weil er in diesen Moscheen tritt, weil er mit diesen Leuten Kontakt hat. Aber alhamdulillah, soll das einen Angst einflößen? Soll das einen Angst machen? Niemals, barakallahu fik. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Warum sind wir eigentlich noch so ruhig, nachdem uns das widerfahren ist? Warum sitzen wir hier so ruhig? Ich sag euch warum. Weil derjenige, der im Recht ist, der hat auch das Recht, ruhig zu bleiben. Der hat nichts verbrochen. Wir haben keinen Grund, nervös zu werden, Angst zu bekommen. Alhamdulillah, wie der Bruder gesagt hat, wir haben seit über 4 Jahren, machen wir die Dauer, oder seit knapp 4 Jahren, machen wir die Dauer. Und sie haben nichts anderes gefunden als diesen Beweis oder das, was sie als Beweis nennen. Allahu Akbar, das ist doch ein Zeichen für uns alle, dass wir gut gearbeitet haben, dass wir gut gehandelt haben. Eine Gratulation an euch alle. Bei Allah, Gratulation, dass ihr so sauber gearbeitet habt diese ganzen Jahre. Alle, die Dauer unterstützt haben. Denn subhanallah, das ist für mich eine Kleinigkeit, die hier als Vorwand nehmen. Allahu Akbar, Allah ist der eine Herr und der Islam ist unsere wahre Religion, subhanallah. Deswegen, wir können stolz sein, dass uns das widerfahren ist einmal, aber ich möchte das sagen, was der Bruder schon gesagt hat auch. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen. Wir lassen uns nicht alles gefallen. Denn ich halte es für ein Verbrechen, wenn Gewalt ausgeübt wird. Und wenn man unterdrückt wird und man hat die Chance, etwas zu ändern und man ändert nichts an dieser Situation. Und wenn es irgendwelche Wege gibt, philosophische Wege, oder wenn es irgendwelche andere Religionen gibt, die dazu aufrufen, dann halte ich das für kriminell. Denn subhanallah, dieser Islam hat uns eine Würde gegeben und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns gezeigt, wie wir uns zu verteidigen haben. Wenn wir auf eine Wange geschlagen werden, halten wir nicht die andere Wange hin. Ja, dann gibt's eine rechte gerade voll aufs Kinn. Dann gibt es direkt eine zurück. Alhamdulillah, dass wir das wissen. Denn es gibt viele Menschen, subhanallah, die haben sich schlagen lassen, die haben sich peinigen lassen und sie haben sich nicht gewehrt. Und sie haben ihre Sachen durchbekommen. Mahatma Gandhi, subhanallah, jeder, der hier drin ist, kennt diesen Mann. Der hat sich schlagen lassen, der hat sich demütigen lassen und er hat es geschafft. Wir haben diese edle Religion, wir haben diese edle Botschaft. Wenn so etwas passiert, müssen wir zusammenhalten. Müssen wir in einer Reihe zusammenstehen, subhanallah. Weil morgen ist ein anderer Bruder, der gerade hier drunter ist, der wird eine Razzia gemacht. Und wenn wir uns nicht zusammentun, subhanallah, dann werden wir auseinanderbröckeln. Wir müssen eine Mauer darstellen für die. Und wenn wir Massen auf die Beine bekommen, wenn wir zu Kundgebungen rufen, und wir sind tausende Menschen, dann bekommen die Muffen. Und ob die dann wollen oder nicht, dann ja, jetzt haben die auch schon Muffen. Sieht man ja, Pierre Vogel kriegt Einreiseverbot in die Schweiz. Ich meine, subhanallah, wie kann man vor einer einzelnen Person, Allahu Akbar, so viel Angst haben?
Wenn das keine Zeichen von Allah Azawajal sind, muss man wirklich dankbar sein. Ich möchte noch zu guter Letzt sagen, subhanallah, die Wahrheit ist in dieser Zeit so sehr verdunkelt und die Lüge so allgemein verbreitet. Jeder bekommt das mit, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, die meisten nicht, außer